Ja Leute, wie angekündigt, wird es mal wieder wild, denn ich habe mal wieder den wildesten Kram an Simulationsgames ausgegraben. Und was gibt's da Neues? Aquarist gibt es. Und ich muss gestehen, ich bin übelst gespannt, was da abgeht. Hier schön mit dem Aquarium ein bisschen rumspielen oder was. Schön mit den Fischis, die wir ja so gerne haben. Einfach mal gucken, was da in dem Game geht. Ich habe natürlich noch nichts getestet. Ich gehe da komplett blind rein. Und ich würde sagen, wir gehen da auch mal rein in das Game. Also rein da in neues Abenteuer. Wählen wir aus und es geht los. Nee! Daddy? Bist du es? Hallo, mein Sohn! Zu deinem 14. Geburtstag habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Du weißt, ich bin verrückt nach Fischen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, dein erstes eigenes Aquarium zu besitzen. Alles Gute zum Geburtstag, fettes GZ zum Level Up, Alden. Bevor ich es vergesse, hier hast du etwas Geld. Um Dinge für dein Aquarium zu kaufen, gib es mit Bedacht aus. Ja, affengeil. Was da für ein Dude ist, Alter. Renn hier hauen, Alden. Tür zumachen. Danke. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Ich werd weich, Alter. Da schleppt er uns hier. Da schleppt er uns hier in den Klotz rein mit Wasser. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Ich muss mal ein bisschen die Musik leiser machen. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Ein wildes Getröte hier. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, was haben wir denn jetzt hier für Aufgaben? Drücke Q, um das Aquarium zu inspizieren. Es ist sehr wichtig, die richtige Art von Fischen, Pflanzen und Dekoration in die richtige Art von Wasser zu geben. Sonst sterben sie. Ach, was? Was haben wir denn hier? Seestern plus Pflanze? Schlecht? Seestern plus Seestern? Gut? Ja, okay. Die Art des Wassers. Okay, ich würde sagen Salzwasser und Süßwasser. Soweit habe ich das vielleicht auch noch mit irgendwie hingekriegt. Ich finde ja geil, dass es schon anfängt hier zu blubbern. Temperatur 18 Grad, Kapazität 150 Liter. Objektbeschreibung. Das ist mein erstes Aquarium, das mir mein Vater zum Geburtstag geschenkt hat. Ehre. Es ist klein, aber ausreichend, um alles über die Aquaristik zu erfahren. Genau, und jetzt können wir hier Tab drücken. Ah. Und wir können Aquaristiken aquasterieren. Ja. Falscher Clownfisch und Imperator-Kaiserfisch. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Imperator-Alden. Und dazu, damit der Imperator auch ein bisschen Spaß hat, kriegt er zumindest mal einen Clownsfisch noch dazu. Warte mal, die sind alle gelockt, oder? Ist das alles gelockt? Ah! Wir haben schon mal eine Schaufel. Wait. Kann ich nicht. Ich kann hier nichts anklicken. Das ist ja toll. Netz und Schlauch und so. Ja, Alter, macht halt nicht Sinn, so ein Aquarium mal von vornherein, dass man da sich alles für gönnt? Ich kann für 13 Mark mir eine Schippe holen, oder was? Kaufe eine Schaufel, um Erde für dein Aquarium. Kaufen. Sack mit Erde. Wollen wir die helle oder die dunkle? Ich finde ja die dunkle geiler. Ja, wir nehmen die dunkle. Kaufen.
Ich sehe nichts, das ist so hell hier. Wir müssen uns mal... Ah, so ist besser, glaube ich. Oh, ist ja übelst geblendet hier am Fenster. So, nochmal jetzt hier das Ganze. Wir nehmen das auf. Tab, habe ich das jetzt hier? Alter, ich habe ja richtig viel Kohle. 530 Ocken? Habe ich ein Inventar? Alter, und ich suche schon die ganze Zeit, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Guck mal hier. Da liegt das hier auf einmal creepy schon in der Ecke. Zack. Und die Schaufel auch noch. Zack. Alter, wie es aussieht. Komm, jetzt schaufel ich erstmal ein bisschen Dreck rein. 2, 1, 1, 2. Und schaufeln. Oh, Alter, direkt die Position geändert. Schaufeln. Reinschmeißen. Ja, geil, Alten. Willst du mich verkohlen, Alter? Schütt doch den ganzen Sack da rein. Wofür brauche ich so eine fucking Schaufel für 55 Ocken? Klicke mit der rechten Maustaste, um das Spiel zu verlassen. Okay. Also, wir haben jetzt im Moment zumindest keine Variationsmöglichkeit. Okay, wir haben doch Variationsmöglichkeiten. Wo ist die Schaufel? Okay. Ich kann es auch alles wieder rausschaufeln. Okay, alles richtig gemacht. Erde eingefüllt, Erde wieder rausgeholt. Kaufe und nimm einen Stein für das Aquarium. Diesmal aber hier im Dunkeln. Zack, Stein. Aha, hier ist ein Stein. Dieser Stein ist wunderschön. Gekauft für 10 Mark. Oh, warte mal. Wir nehmen den großen Stein, Alten. Geil. Wir haben einen Stein. Objekt bearbeiten. Ah. Bewegen. Ah. Fallen lassen. Kaufe und sammle 4 Gegenstände in deinem Inventar. Drücke E, um was aufzunehmen. Nummerntasten ändern Gegenstände. Ja. Ja. Gekauft, 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 gekauft. Gekauft, gekauft. So. Okay. So. Alles aufgehoben. Und rein damit. Zack. 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 Perfekt, Alten. Was jetzt? Kaufe einen Filter. Oh, ich hoffe, ich hab noch genug Kohle. Wo sieht man denn hier so Filter und sowas? Das ist ja auch wichtig. Ah, hier, guck mal. Filter. Gekauft. Mit der rechten Maustaste auf den Filter, um ihn zu inspizieren. Gegenstand ist nicht unter Wasser. Okay, die Challenge war jetzt, den Filter einzuschalten. Das heißt, wir müssen ihn dazu einmal noch inspizieren mit, wie war er denn? Rechter Maustaste und dann hier erst aktivieren. Das ist ja wild. Aber es lübt. Ja, vollo. Sehr gut. Kaufe eine Heizung. Zack, hier so ein Tauchsieder, Alten. Gekauft. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach hier die Heizung direkt da, wo der Filter ist, oder? Macht das nicht Sinn? Da kann das schön immer hier die ganze Zeit schön zirkulieren. Einschalten. Temperatur. Angenehme 18 Grad. So. Kaufe ein Thermometer. Gekauft. Da ist das Thermometer. Noch so ein Stöckchen. Das machen wir natürlich da hinten irgendwo hin. So, so, was sagt das Thermometer? 18 Grad. Ehre. Okay. Das Aquarium ist bereit. Alter, kaufe 2 Goldfische.
Ja, dann legen wir mal los, die ersten Fischis. Sind das hier? Ah, ne, guck mal hier, der Unterschied. Goldfischis. Goldfisch, 2 Stück. Größe? Ich würde sagen, wir machen erstmal die kleinen, wa? Die liegen hier echt in den Tüten, Alter, wie geil. Da sind sie drin. Hallo. Ja, mega, Alten. So, normalerweise war das doch immer so, man schmeißt die erstmal rein. Mit der Tüte, wegen der Temperatur und so. Drück auf das Aquarium, um den Fisch einzusetzen. Klick, um den Fisch einzusetzen. Nee. Der nächste hinterher. Zwei Goldfische. Ja, mega gut, ey. Jeder Fisch hat seine eigene Statistik. Drücke die rechte Maustaste auf den Fisch, um sie zu sehen. Das ist aber wild. Gibt's auch einen Zoom? Hätte ich mal die großen Fische genommen. Hallo, Fisch. Oh, das verdammte Gemüse da in der Mitte, das stört aber, ey. Da! Der Zustand eines Fisches wird durch seine Parameter bestimmt. Wenn jeder Parameter des Fisches zufrieden ist, wird er wachsen und Nachkommen bekommen. Allen! Eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist, kleine Fische zu kaufen und sie so lange züchten, bis ihr Wert steigt. Alter, das habe ich schon direkt richtig gemacht. Instinktiv. Große ausgewachsene Fische können für noch mehr Geld verkauft werden. Wenn wir einen Fisch vernachlässigen, wird er aufhören zu wachsen und sich zu vermehren und im Extremfall sogar sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Nix. Das Hungerniveau zeigt an, ob Fische Nahrung benötigen. Fische, denen zu lange keine Nahrung gibst, sterben. Ja, verständlich. Fische sind am glücklichsten, wenn sie regelmäßig gefüttert werden. Klar, rein damit. Temperatur, okay, es könnte ein bisschen wärmer sein. Vegetation passt soweit. Dekoration könnte mehr sein. Fische, mehr. Okay. Die Temperatur ist wichtig. Fische benötigen unterschiedliche Pflanzen. Jawohl, Dekoration. Einige Fische, jawohl, in kleinen Gruppen. Ehre. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen erstmal zu, dass es unseren Fischen richtig gut geht. Hier, Warnung, 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 alles klar. So, kaufe Fischfutter. Ja, perfekt, Alter, hier ist Fischfutter. So, Fischfutter. Und rein damit, oder? Wir gönnen erstmal ein bisschen, oder? So, Fisch, hast du genug? Alter, sensationell. Er ist mega glücklich und bestimmt sein Dude auch. Jetzt schrauben wir erstmal nochmal schnell an der Temperatur ein bisschen rum. Oh, 35 Grad ist vielleicht ein bisschen zu warm. Aber so angenehme 27 Grad im Schatten ist doch sehr, sehr, sehr angenehm für so einen Goldfisch, Alter. Echino, ach du Schande, die Pflanzen, die brauchen auch Temperatur. Goldfisch, glücklich. Oh, warte, es wird immer wärmer. Oh, 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 es wird zu warm für den Goldfisch. Gleich schwimmt er oben an der Oberfläche. Nein, es wird zu warm. Nein, 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 dreh runter, dreh runter, dreh runter. Ah. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Dekoration und Spielzeug. Wir kaufen einen Baum. Wir kaufen noch einen Stein. Wir kaufen noch eine Säule. Ach Quatsch, die kostet 50 Tacken. Hast du gelitten? Und dann nehmen wir noch hier ein bisschen was von dem Wassergemüse. Hier, das ist das Billige. Reicht. 5 Stück. Kaufen. So, perfekt. Alles rein damit mit dem Gedöns. Zack, 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 Stein drauf. Perfekt. Futter drauf. So. Wo ist der Fisch? Komm, Fisch. Nein, die haben sich schon vermehrt. Die sind hier schon zu dritt.
Alter, das wird jetzt hier aber ein wildes Gerammel. Ja, ist ja wohl ganz klar, was wir jetzt hier machen, oder? Wir sehen erstmal zu, dass der Laden hier so richtig schön brummt. Ist das der Hammer. Ich habe einfach mal eben noch ein bisschen Erde hier reingeschmissen. Flüpp, 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 flüpp. Auf einmal steht hier irgendwie alles wieder richtig. Die Pflanzen sehen sogar richtig eingebuddelt aus. Hier der Riesenstein. Ich meine, der liegt jetzt da vielleicht ein bisschen unpraktisch. Aber irgendwie sieht das alles ganz vernünftig auf einmal aus. Als ob das so sein soll. Ja, guck dir das an, Alter. Es ist tatsächlich gerade gar nicht so verkehrt. Es läuft sogar ganz gut. Wir haben hier die verschiedenen Werte, die wir uns angucken können. Wassertemperaturen für manche Pflanzen besser, für manche ein bisschen schlechter. Das hätte man sich halt vorher nochmal ausdenken können. Habe ich halt vorher überhaupt nicht drauf geachtet. Aber uns war ja auch noch nicht klar. Also der hier ist gar nicht so ideal, der Apparillo. Aber im Großen und Ganzen, zack. So, nochmal nachfüttern. Im Großen und Ganzen lübt das hier schon ganz gut. Und wir sehen gerade, wir züchten halt hier auch gerade Fischis nach. Goldfisch, jawohl. Wir können den hier für 13 verkaufen. Haben wir hier auch so kleine? Der ist für 10. Und je größer die Fische halt werden, umso mehr Wert haben sie dann. Goldfisch 13, was ist mit ihm hier unten? Siehst du gar nicht, Alter. Alter, das ist auch ein krasses Aiming hier, ey. Zack, er hier zum Beispiel. Guck mal, 13 Ocken, ihm geht's richtig gut. Fische, ist es, ja, es sind anscheinend welche dazugekommen wieder. So muss das sein. So, und jetzt steht hier, du hast gerade neuen Fisch gezüchtet, um Geld zu verdienen. Klicke mit der rechten Maustaste, um ihn zu verkaufen sozusagen. Größere Fische zu verkaufen, bringt mehr Geld. Ja, damit wir mehr Kohle kriegen, würde ich sagen, warten wir natürlich hier nochmal ein bisschen ab. Wir lassen das Ganze mal so ein bisschen schön vorspulen, weiterlaufen. Und wir machen mal den ganzen Laden hier erstmal richtig schön voll. So, in der Zwischenzeit, bis hier die ganzen Fische gewachsen sind, kann ich hier auch nochmal gerade ein paar Hintergründe dran dekorieren. Das kam jetzt auch gerade dazu. So, zack, zack. Dann haben wir ein paar Hintergründe. Hätte ich gar nicht hier, möchte ich gar nicht eigentlich haben. Aber ich meine, wenn man das Ganze hier in die Ecke stellt, dann kann man das auch hier schön dicht machen. So, außerdem verlangt es gerade das Tutorial. So, was sagt er jetzt? Wir können jetzt hier das aufheben und an dem Hintergrund platzieren. Was? Alter, wir können den Stein tatsächlich hier an den Hintergrund dran machen. Okay, das ist cool. Kann man nicht anders sagen. Das schmeckt. Das schmeckt tatsächlich. Coole Sache. Alter, das Tutorial macht mich komplett fertig. Jetzt soll ich hier irgendwelche Lampen und weiß der Geier was kaufen, um alles zu verbessern. Ja, allen. Was hast du denn hier? Was, ich dachte, ich muss mal hier ein bisschen Kohle machen. Erst einen Schaber kaufen, beziehungsweise erst einen Hintergrund. Erst einen Hintergrund kaufen. Dann wieder wegmachen. Lampe dran, Fische füttern, abschabern und auch wieder nicht. Farbe. Gelb. Aktivieren. Ja, sag mal, wollen die überhaupt gelb, die Fische? Erhöhe die Lampenleistung um die Hälfte. Okay, jetzt wird's wild. Um die Hälfte? Ach, guck mal hier. Ach, was? Jetzt wird es aber übertrieben. Es ist Zeit, unser Aquarium aus der Nähe zu betrachten. Klicke auf das Aquarium, um den freien Bewegungsmodus zu gelangen. Jawohl, klicke ich. Alter, da sind wir schon dran. Und hier können wir auch richtig reinzoomen. Und jetzt fällt es natürlich auch leichter, uns hier die Fische im Detail nochmal anzugucken. Mega. Jetzt verfolgen wir hier quasi die einzelnen Fischis. Okay, das ist natürlich jetzt nicht schlecht. So Smoke wieder. Und da macht das Ganze von der Atmosphäre natürlich auch viel mehr Sinn. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Oh, Alter. Der Vater ist wieder da. Gute Arbeit, mein Sohn. So Smoke wieder. Dann hätte ich es ja selber nicht besser machen können. Dein erstes Aquarium ist fertig. Es wird Zeit, sich einer echten Herausforderung zu stellen. Ich habe jetzt hier die ganzen Goldfische noch gar nicht verkauft, Alten.
Ich habe ein Problem mit dem Aquarium im Wohnzimmer. Oh, du gehst halt aber hier ans Eingemachte. Kümmerst du dich darum? Klar. Ich gebe dir natürlich das Geld. Alles klar, ich kaufe alles, was wir brauchen allen. Klingt das nach einem Angebot? Klingt nach einem Deal, Alter. Let's fetz. Boah, ey. Und Level up, neues Level. Alter, wir haben mal eben schön 500 Ocken fast auf den Kopf gehauen. Ehre, Alter. So gehört sich das. Wir hauen einfach alles raus von den an den Kohlen. Und jetzt haben wir hier neuen Deko-Gedöns, neue Fischis. Und irgendwelche komischen Korallen sind dabei und Seetang. Alter. Steine jeder Art und Skulpturen. Perfekt. Jetzt wird das richtig wild. Was ist eigentlich jetzt hier mit unseren Goldfischis? Na, das war doch ein ganz guter Eindruck hier vom Aquarist. Alter, abgefahren. Unsere Goldfische wachsen und gedeihen, so soll das sein. Und sie vermehren sich auch schon fleißig. Perfekt. Und wir machen uns jetzt auf ins Wohnzimmer. Da wartet der Vater auch schon. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter hier mit dem Aquarist. Also, ringehauen, ihr Kaulquappen. Bis zum nächsten Mal.